Ramadan, ein Monat der Betet und Barmherzigkeit. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, dem in seiner erwürdigen Schrift sagt, die Frömmigkeit besteht nicht darin, dass ihr euch beim Gebet mit dem Gesicht nach Osten oder Westen wendet. Sie besteht vielmehr darin, dass man an Allah, den jüngsten Tag, die Engel, die Schrift und die Propheten glaubt. Und sein Geld, mag es einem noch so lieb sein, den Verwandten, den Weisen, den Armen, dem, der unterwegs ist, dem Bettlern und für den Loskauf von Sklaven hergibt, das Gebet verrichtet und die Zakat bezahlt. Und Frömmigkeit zeigen diejenigen, die, wenn sie eine Verpflichtung eingegangen haben, sie erfüllen, und die in Not und Ungemacht und in Kriegszeiten geduldig sind. Sie allein sind wahrhaftig und gottesfürchtig. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit da außer Allah ohne Teilhaber gibt, und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbeten, Diener und Gesandter ist. Nun zum Thema. Ramadan ist ein Monat der Anbetungshandlungen, Gaben und Barmherzigkeit, ein Monat des Fastens, Verrichtens der freiwilligen Gebete in der Nacht, der Betet und der gegenseitigen Hilfe. Ein Monat, in dem der Muslim seine Standhaftigkeit prüft, in dem der Fastende den Hunger und die Durst erträgt, sich selbst zurückhält. Der Monat Ramadan lehrt uns die großartigsten Lektionen über Toleranz, Geduld, Nachsicht und Vergebung. Man beabsichtigt zu fasten, um die Seele zu reinigen, ihr den letzten Schliff zu geben und über die zur Gewohnheit gewordenen Handlungen zu reflektieren. Daher sollten die Ehepartner in diesem Monat ihre Ruhe wahren. Sie sollten außerdem ihr Temperament und ihr Benehmen zügeln. Sie sollten die Wahrscheinlichkeit für Streitigkeiten, soweit es geht, reduzieren und ihr Bestes tun, um jegliche Missverständnisse zu beseitigen. Sie sollten im Gedächtnis behalten, dass dies zu unterlassen auf Kosten ihrer Anbetung sein wird und dass der Teufel äußerst eifrig darin ist, jegliche Situation zu nutzen, um die Freude, Spiritualität und Belohnung zu verderben, die sie in diesem Monat erlangen können. Ihr Motto sollte die Überlieferung sein, in der der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen sagte, wer fastet, soll keinen Beischlaf haben und seine Stimme erheben, beleidigt oder greift ihn jemand an, soll er sagen, ich faste. Eine der wirksamsten Taten, in die Zuneigung und Liebe zwischen den Ehepartnern zu stärken, ist in diesem Monat gemeinsam Allah anbeten zu ehren, beziehungsweise anbeten zu dienen. Vielleicht verrichtet einer der beiden oder gar beide Partner eine Anbetungshandlung das ganze Jahr über nicht. Der Monat Ramadan kommt jedoch, um eine Stimmung des Glaubens und der gemeinsamen Anbetungshandlung zu schaffen. Er verbindet damit die Ehepartner und bringt sie zusammen. Dies bietet ihnen die beste Gelegenheit für Liebe und Zuneigung, wenn ihr Heim durch ihre Anbetung im Tarawih, also nächtlichen Gebet, durch die Koranrezitation, die Erwähnung Allahs und anderen Anbetungshandlungen gesegnet ist. Deshalb sollten sich die Ehepartner gegenseitig ermutigen und helfen, Anbetungshandlungen zu verrichten. Wenn einer von ihnen nachlässig wird, sollte er an seinem Partner etwas suchen, das seine Entschlossenheit und Aktivität erneuert. Der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen sagte, wenn ein Mann nachts aufwacht und seine Frau aufweckt und sie beten zwei Rakas gemeinsam, werden sie unter den Menschen verzeichnet, die Allahs häufig gedenken. Möge Allah mit einem Mann barmherzig sein, der nachts aufsteht und betet und seine Frau aufweckt, wenn sie ablehnt, sprinkelt er Wasser auf ihr Gesicht. Möge Allah mit einer Frau barmherzig sein, die nachts aufsteht und betet und ihren Ehemann aufweckt, wenn er ablehnt, sprinkelt sie Wasser auf sein Gesicht. Wenn die letzten 10 Tage des Ramadan begonnen haben, befleckte der Prophet, Allah segne ihn, schenke ihm Wohlergehen, seine Frauen aufzuwecken und die ganze Nacht zu beten.
Der Monat Ramadan ist zudem eine wichtige Gelegenheit, um die Familienverbundenheit und sozialen Beziehungen mit den Familien der Ehepartner und mit den Nachbarn durch Besuche, Telefonate und Iftar-Einladungen zu verbessern. Vielleicht haben die Ehepartner den Kontakt zu den Familienmitgliedern vernachlässigt. Der Monat Ramadan kommt, um dies zu berichtigen. Im Monat Ramadan treffen sich die Familienmitglieder 30 Mal zum Iftar. Dies bietet den Ehepartner die Gelegenheit, um das Zusammentreffen zu nutzen und durch Gespräche und Unterhaltungen eine engere Beziehung zwischen sich und ihren Kindern aufzubauen und Lösungen für Probleme zu finden. Die Ehefrau ist verpflichtet, das Budget für den Ramadan zu kontrollieren und finanzielle Möglichkeiten ihres Ehemannes zu berücksichtigen. Einige Frauen machen lange Listen von Aufforderungen, die ihre Männer belasten bzw. belästigen, ihre eigene Zeit verschwenden und sie von der eigentlichen Sache ablenken. Der Ehemann sollte seiner Frau mit der Hausarbeit helfen und sich um Kinder kümmern. Die Aufgaben sollten gerecht verteilt werden und auf eine Weise, die der Frau mehr Zeit gewährt und ihr dabei hilft, Allah gebührend zu ehren und ihn anbeten zu dienen. Dem Ehemann ist deshalb nicht das Geringste anzukreiden. Vielmehr ist es ein Zeichen guter Sittlichkeit und männlichen Verhaltens. Das beste Geschöpf und der vollkommenste Ehemann, der Prophet sagte, die Besten von euch sind die Besten zu ihren Frauen und ich bin der Beste zu meinen Frauen. Als sie danach gefragt wurde, was der Prophet tat, wenn er sein Haus betrat, sagte Aisha, möge Allah auf ihr Wohlgefallen finden. Er half bei den Hausarbeiten. Wenn das Gebet anstand, ging er zum Gebet. Es ist völlig unvertretbar, die Verantwortung, sich um das Haus und die Kinder zu kümmern, auf die Frau abzuwählen, die dann kocht, putzt, sich um die Kinder kümmert und das Haus in Ordnung bringt, während der Ehemann seine Zeit damit verbringt, Koran zu lesen, zu beten, Allah zu erwähnen, Allah zu anbeten, zu dienen und Anbetungshandlungen zu verrichten. Letztlich sollte jeder Ehepartner Opfer bringen und den Lohn Allahs des Allmächtigen für jedes einzelne Wort und jede einzelne Tat erstreben, damit der Monat Ramadan zu einer Gelegenheit wird, das Eheleben aufzufrischen und beide eine Zeit der Nähe zu Allah, dem Allmächtigen und der Liebe und Zuneigung zwischen den Ehepartnern erleben. Die Koranrunde. Vereinbare mit deinen Kindern eine Sitzung an jedem Tag im Monat Ramadan, die der Rezitation eines der 30 Kapitel des Koran gewidmet wird. Denn es gibt nichts, das die Muslime zusammentun und das mehr Segen und Nutzen bringt als die Koranrunde. Ein Familienausflug. Mach mit deinen Kindern nach dem Fastenbrechen einen täglichen Ausflug in eine Moschee, in der ihr zusammen das freiwilliges rituelles Gebet nach dem Nachtgebet im Ramadan und das freiwillige Nachtgebet verrichtet. Das wird sie an diese beliebte Anbetungshandlung in der Gemeinschaft gewöhnen, denn ihre großartigen gesundheitlichen Vorurteile sind wissenschaftlich bewiesen. Und dazu hat sie auch eine große psychische Auswirkung. Die Auslegungsstunde. Zu den wichtigsten Dingen, die die Charakterzüge unserer Kinder stärken, gehört, dass sie die Bedeutung des edlen Koran, die Gründe der Herabsendung der verschiedenen Suren und anderer Dinge vom Koran kennenlernt, was durch das gemeinsame Lesen in einem einfachen Buch der Auslegung wie das Buch der Prophetenbiografie für Kinder erreicht wird. Neue Gerichte und Zusammenarbeit. Vereinbare mit deiner Ehefrau die Rollenverteilung, indem jedes Familienmitglied beim Zubereitung des Essens, beim Fastenbrechen und beim Mahlzeit unmittelbar vor Fastenbeginn je nach Möglichkeit einen Beitrag leistet.
Und dabei sollt ihr nicht vergessen, zur Abwechslung neue Gerichte zuzubereiten. Lektionen. Vergesst nicht, mein lieber Erzieher, eine kurze Zeit dafür zu bestimmen, einige Vorschriften des Fastens zu erklären. Es ist noch besser, wenn dies im Zuge der Korrektur eines Fehlers oder unter der Zuhilfenahme eines Buches geschieht. Die Familie hat die höchste Priorität. Gib deiner Familie in diesem Monat die Priorität, indem du die Mahlzeit des Fastenbrechens mit ihr einnimmst. Mach ihn zum Monat der Familie und nicht zum Monat der Freude. Das bedeutet aber nicht, dass du dir die Belohnung für die Speisung der Fastenden entgegenlässt, denn dafür gibt es verschiedene Mittel. Das Recht des Nachbarn. Ramadan ist ein Monat der Güte und Barmherzigkeit. Es macht einen guten und anhaltenden Eindruck, wenn du an deinen Nachbarn denkst und ihm zum Beispiel vor dem Fastenbrechen einen Schlüssel guten Essens schenkst. Besonders wenn du weißt, dass er es mag. Beschenkt euch gegenseitig, dann werdet ihr euch lieben. Almosen. Gewöhne deine Kinder an Güte im Ramadan, der Zeit der Güte, und leite sie dazu an, täglich einen Armen ein Almosen zu geben, für die zu spenden oder anderen Bedürftigen zu geben. Das auswendig lernen. Nimm die Gelegenheit wahr und versuche, den klaren Verstand der Kinder während des Fastens zu nützen, indem du sie täglich vor dem Morgengebet oder dem Abendgebet einige Verse des edlen Koran auswendig lehrst. Lass sie wissen, dass ihre Stellung im Paradies davon abhängig ist, wie viele sie vom Koran auswendig gelernt haben. Die Pflege der Verwandtschaftsbande. Geh jeden Tag nach dem Tarawih-Gebet mit deinen Kindern einen Verwandten einen kurzen Besuch abstatten. Es ist einwandfrei, wenn du sie in Kürze die Bedeutung der Pflege der Verwandtschaftsbande für den Segen im Lebensunterhalt und in der Lebensdauer lehrst. Die Stunde der Erhörung. Allah liebt es, die Bittgebete seines Anbetendienenden zu hören. Die Zeit beim Fastenbrechen gehört zu den Zeiten, zu der Allah die Bittgebete seines Anbetendienenden erhört. Dieses Bittgebet wird nicht zurückgewiesen. Daher soll jeder für seine Brüder ein Bittgebet sprechen. Die Bruderschaft. Erinnere deine Kinder, besonders wenn jemand von ihnen sich über Hunger oder Durst beklagt, daran, dass sie in verschiedenen Ländern muslimische Brüder haben, die die Geborgenheit der Familie und die elterliche Fürsorge vermissen, damit die Kinder an sie denken und für sie beim Fastenbrechen ein Bittgebet sprechen. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Ich bezeuge, dass es keinen Gott da außer Allah ohne Teilhaber gibt, und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und Gesandter ist. Brüder im Islam, Allah sagt, O ihr Menschen, fürchtet euren Herr, der euch aus einem einzigen Wesen schuf, und aus ihm schuf er seine Gatten und ließ aus beiden viele Männer und Frauen sich ausbreiten, und fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander bittet, und die Verwandtschaftsbande. Gewiss, Allah ist Wächter über euch. Denke dieses Jahr über jene Angelegenheiten nach, mit denen deine Familie zu kämpfen hatte. Warst du zu beschäftigt? Gab es nicht genug Zeit? Viel Gezanke und belanglose Streitreihen? Was immer es ist, löst die Situation auf direkte Weise durch die Gnade des Ramadan. Lege eine bestimmte Zeit für jeden Tag im Monat Ramadan fest, in der deine Familie eine Beziehung zueinander aufbaut. Keine Beurteilung untereinander, kein Kritisieren, einfach nur Allah gegenüber dankbar sein und für die Zeit, die er euch gegeben hat, um zusammen zu sein und euch für seine Sache anzustrengen, als wüsstet ihr, dass es morgen enden würde. Setzt euch in einen Kreis,
und haltet die Hände. Liebt euch gegenseitig um Allahs Willen. Redet darüber, wie eure Familie sich dieses Jahr als Muslime verbessern wird. Setzt euch Ziele. Hier ist eine Idee. Lasst jedes Familienmitglied an verschiedenen Tagen dieses Treffen leiten, wobei er oder sie sich seine oder ihre eigenen Vorschläge und Ideen einfallen lässt, was die Familien braucht. Wie kann die Bindung der Liebe und des Respekts verbessert werden, damit die Tiefe eurer Seelen neue Höhen erreichen? Hier einige Ideen. Übernimm die Führung in deinem Heim und versammle deine Kinder zu einem Neuanfang. Bemüht euch unter Schleier des Monats Ramadan offen und ungeschützt um gegenseitige Vergebung. Ich meine es ernst. Setzt euch zusammen hin. Schaut für alles zu vergeben, womit ihr vielleicht in diesem Jahr jemanden verletzt habt. Wissend oder unwissend, schau, wie dieses die Herzen deiner Familie öffnet und die Barmherzigkeit wie Wasser fließen lässt. Lass jede Person an die Reihe kommen und das Gleiche machen. Dann erzähl jeder Person etwas Wunderbares über sie. Erzähl ihnen etwas, was ihre Tatkraft entzündet und sie anregt, besser zu sein. Frag jede Person, was du für ihn oder sie tun kannst, das ihn oder sie wirklich glücklich machen würde. Nichts Materielles, nur seelische Dinge. Wie etwa, ich würde mich wirklich freuen, wenn du mich nicht anschreien würdest. Oder, lass uns dafür sorgen, täglich mehr Gedanken anzutauschen. Kannst du mir ein bisschen mehr Zuneigung zeigen? Wiederholt Bittgebet machen. Allah danken, preisen, ihn um all das bitten, was ihr euch wünscht, gemeinsam als eine Familie, in einer Sprache, die jeder versteht. Lasst jeden daran teilnehmen. Lies die Bedeutung des Koran, das Hebräisch, Arabisch, des Koran durch sich. Viele von uns, vorausgesetzt du und dein Lieben, spricht Arabisch. Stellt sicher, dass ihr euch die Zeit nehmt, die Übersetzung der Bedeutung gemeinsam und laut zu lesen. Redet darüber, wie ihr dies in eurem Leben anwenden könnt. Verrichtet Nacht gemeinsam Gebete. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, wer im Ramadan aus aufrichtigem Glauben heraus und in der Hoffnung auf Belohnung nichtliche Gebete verrichtet, dem werden all seine vergangenen Sünden vergeben. Möge Allah uns zu denen machen, die den Monat Ramadan über im Glauben und in der Hoffnung auf Allahs Belohnung fasten und beten. Möge er uns in diesem edlen Monat aus dem Feuer befreien.